Schön, dass du da bist. Heute geht es um die Macht deiner Gedanken. Wir alle wissen, dass wir natürlich vieles kreieren in unserem Leben durch unsere Gedanken. Denn jeder Gedanke ist auch eine Schwingung, jeder Gedanke ist eine Frequenz. Und natürlich negative Gedanken erschaffen eine negative Realität. Positive Gedanken erschaffen eine positive, glückliche Realität. Und es ist so wichtig, auf deine Gedanken, auf deine Ausrichtung zu achten, denn so oft verlieren wir uns. Wir laufen auf Autopilot, unsere Gedanken, wir sind uns den größten Teil des Tages nicht bewusst, was wir denken. Und dies ist dann auch schon die Aufgabe für heute, dass du wahrnimmst, was du denkst. Nimm wahr, was du denkst. Denn jeder Gedanke erschafft im Grunde auch eine Emotion und somit kreierst du natürlich dann das, was sich dir im Außen zeigt. Und es ist wie beim Parkplatz manifestieren. Du gehst davon aus, du richtest deine Gedanken darauf aus, deine energetische Frequenz, deine Emotion, dass der Parkplatz frei ist, dann ist er frei. Wenn du davon ausgehst, es funktioniert sowieso nicht oder wenn du erst gar nicht ja deine Energie, deine Gedanken bündelst, dann wird es nur ein Zufall sein und das Universum, es reagiert auf dich. Du bist ein Schöpfer, du schöpfst und deswegen ist es so wichtig, auf deine Gedanken zu achten. Natürlich, sie kommen aus deinem Verstand, sie lösen dann eine Emotion aus, aber du bist der Herr dessen und je bewusster du wirst, desto mehr erkennst du das und alles, was du denkst, resoniert mit dem Universum. Das Universum antwortet dir immer. Alles, was du denkst, die Antwort des Universums ist, so sei es. Und genau da darfst du auch wirklich drauf schauen. Nicht jeder Gedanke, er wird sofort Realität. Aber dieses ganze Bündel von deinen Gedanken und die Emotionen, die dort dann dahinter stehen, alles erschafft deine Welt, deine Realität. Und wenn du Dinge ändern möchtest, dann fokussiere dich auf andere Gedanken, die andere Emotionen in dir auslösen. Sei es, du bist vielleicht wirklich wütend, wirklich verletzt, weil eine andere Person etwas getan hat, was wirklich nicht deinen Werten entspricht, was auch wirklich ja nicht gut ist. Jetzt ist die Frage, wie lange trägst du das mit dir rum? Diesen Gedanken, der dann auch Emotionen in dir auslöst, was sich festsetzt in deinem Emotionalkörper, wo du energetisch dann diese Dinge ausstrahlst. Das bedeutet, du ziehst diese niedrig schwingenden Dinge dann auch in dein Leben. Und das ist jetzt die Frage, wie möchtest du leben? Wie möchtest du deine Schöpferkraft nutzen? Du trägst sie in dir, jeder von uns trägt sie in dir, jeder hat sie, jeder nutzt sie, jeden Tag, jede Sekunde. Aber wie nutzt du es wirklich bewusst für dich? Also die Aufgabe heute für dich, um mehr in dein göttliches Schöpferbewusstsein zu kommen. Achte auf deine Gedanken, geh immer wieder in die Wahrnehmung. Vielleicht packst du dir überall in deiner Wohnung Post-its hin oder auch auf deinem Smartphone einfach ein Screenshot. Was denke ich gerade? Nimm wahr, was du in dem Moment denkst und dann schau, was macht es denn? Was löst es in dir aus, dieser Gedanke, wenn du dich erwischt hast? Dann spürst du mal hinein. Denkst du jetzt gerade an irgendeine Situation, die dir nicht dienlich ist? Was passiert mit dir, mit deiner Schwingung, mit deinen Emotionen? Wie fühlst du dich? Und wenn du glücklich bist, was denkst du gerade über etwas Freudiges, was dir vielleicht heute noch passiert? Dann geh dort in diese Wahrnehmung und es ist schwer. Es ist einfacher gesagt als getan. Wir wissen alle, dass wir kreieren. Wir wissen alle, dass wir schöpfen. Also zumindest alle, die hier, die dieses Video schauen. Es gibt natürlich auch Menschen, die hier auf dieser Erde verweilen, die sich nicht bewusst sind, dass sie ihre Gedanken wahrnehmen können. Sie lassen die Gedanken einfach passieren.
Und ja, natürlich, unser Verstand, alles das, was wir denken, ist wie ja ein riesengroßer Computer. Er ist gefüttert mit Erfahrungen, mit allen Dingen aus der Vergangenheit. Aber du bist ja dieses unendlich große Schöpferwesen und du kannst natürlich alles kreieren. Und du musst nicht auch auf Basis dessen, was dir widerfahren ist, kreieren und erschaffen. Denn darum hast du dieses Leben, was du hast. Wenn du jetzt aber da hinaustrittst in eben andere Gedanken, damit andere Emotionen erschaffst, damit kreierst du dir natürlich auch ein komplett neues Leben, eine komplett neue Zukunft. Und es muss nicht gleich riesig sein. Wenn du 1% deiner Gedankenwelt und im Griff hast, 1% am Tag für dich einfach anders denkst, anders handelst und nicht nur intuitiv diese Dinge machst, die einfach automatisch ablaufen wie jeden Tag, wenn du dort dieses kleine Ding änderst, hast du schon viele, viele Prozente in einer Woche, in einem Monat und du wirst in kurzer Zeit ein komplett anderer Mensch sein, der auf einer komplett anderen Frequenzebene lebt, der auch damit sich ein komplett anderes Leben erschafft. Also achte auf deine Gedanken, nimm deine Gedanken wahr und frage dich immer wieder, was habe ich heute gedacht und was hat es jetzt gerade ausgelöst? In jedem einzelnen Moment versuche der Beobachter deines Seins hier zu sein. Ja, ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Du bist ein Schöpfer. Erschaffe hier diese Welt, die wir haben wollen, indem du in hohe Frequenzen gehst, indem du mit deinen Gedanken hochschwingende Emotionen und Gefühle in dir auslöst. Und damit natürlich auch das kollektive Schwingungsfeld anhebst, damit wir wirklich ja schneller einfach auch wirklich kollektiv dort ankommen, wo wir schon lange im Inneren sind und ja, du in deinem Inneren, viele Einzelne schon auch, aber natürlich, wir dürfen alle gesamt dieses auch dann irgendwann im kollektiven Feld gespiegelt bekommen, wenn dann nämlich ein größerer Teil noch sich dessen bewusst ist, wie stark die eigene Schöpferkraft tatsächlich ist. Und es fängt mit deinen Gedanken an. Also, ganz viel Freude bei dieser Übung. Sei wachsam, denk an die Post-its, kleb sie dir auf und achte darauf, was du denkst. Ja, dann bis zum nächsten Video. Deine Manuela.